Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Heute, ihr Lieben, soll es um dieses wunderschöne Buch gehen, beziehungsweise diese Graphic Novel von Walter Mörs und Florian Biege, Die Stadt der träumenden Bücher, Teil 1, Buchheim. Ich glaube, ja, es ist aus dem Pinguin Verlag. In diesem Format kostet das Ganze 25 Euro. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt Die Stadt der träumenden Bücher, ein Buch von Walter Mörs, das in eine Graphic Novel quasi übertragen wurde, die aber in zwei Teile gesplittet wurde. Das heißt, Die Stadt der träumenden Bücher hat zwei Graphic Novels, und zum einen ist das eben Teil 1 Buchhain, und dieses Buch fängt sehr, sehr spannend an. Ich weiß nicht, ich habe euch ja jetzt schon öfters mal erzählt, dass ich halt gerne von Walter Mörs nach und nach alles mir zusammensammeln möchte. Angefangen hat das ja bei mir während des Studiums mit den 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär, und Die Stadt der träumenden Bücher wurde immer so als das herausragendste Werk von Walter Mörs beschrieben, deswegen war ich natürlich wahnsinnig gespannt. Ich habe die Vollversion, also die komplette Text-Roman-Vorlage zu dieser Graphic Novel, noch nicht gelesen, habe dieses aber als Rezensionsexemplar erhalten und fand es wirklich richtig gut. In diesem Buch geht es um Hildegunst von Müdenmetz. Es ist quasi so seine erste Geschichte, habe ich so das Gefühl, weil man kennt Hildegunst von Müdenmetz ja als Erzähler zum Beispiel schon von Ensel und Grete, oder hier der Bücherdrache, da kannte ich ihn jetzt auch schon. Ich weiß gar nicht, bei Die 13,5 Leben ist er noch nicht als Erzähler aufgetreten. Und hier ist er jetzt quasi auch eine der Hauptpersonen der Geschichte. Also sonst erzählt er ja immer die Geschichte und hat so seine mythenmetzische Abschweifung immer mit drin. Aber hier ist er tatsächlich der Held, in Anführungszeichen, der Geschichte. Es geht nämlich darum, dass einer seiner Professoren, Lehrer, keine Ahnung, eins seiner Vorbilder stirbt. Und bevor dieser stirbt, reicht der Hildegunst von Müdenmetz ein Manuskript. Und dieser liest es und findet es so perfekt, so, so gut, dass er unbedingt den Verfasser finden muss. Und wo könnte man das denn am besten tun als in der Stadt der träumenden Bücher, wo es lebende Bücher gibt, wo es überall Antiquariate gibt, wo Bücher verkauft werden. Einfach die Stadt der träumenden Bücher. Ich meine, der Name sagt ja schon alles. Und Hildegunst von Müdenmetz zieht dorthin, weil er eben einfach die Hoffnung hat, dass er dort jemanden findet, der ihm sagen kann, wer denn dieses Manuskript geschrieben hat. Weil das so formvollendet ist, so grandios ist, dass er nicht weiterleben kann, ohne den Verfasser kennengelernt zu haben. Natürlich habe ich das Ende jetzt noch nicht gelesen, weil das ist ja in zwei Graphic Novels aufgeteilt. Das heißt, ich bin quasi mitten in der Geschichte und müsste eigentlich direkt weiterlesen. Ich habe aber leider den zweiten Teil noch nicht. Ich bin so gespannt, weil es endet halt sehr offen, und die Geschichte ist halt richtig cool. Es ist halt so, so krass, was er alles erlebt. Es ist einfach so typisch Walter Mörs einfach. Ich meine, der erlebt nicht nur so 0815 Dinge, sondern er wird so gefühlt hypnotisiert, er wird ausgeraubt, beziehungsweise wird gekidnappt und ausgesetzt und muss dann wieder zurückfinden. Er lernt die unterschiedlichsten Menschen kennen, Personen kennen, Dinge kennen. Das Ganze gespickt mit Literatur, Büchern, das ist so, so cool. Und dazu, Leute, diese tollen, tollen Bilder. Ich zeige euch nur mal stellvertretend eins, beziehungsweise eine Seite, nämlich die erste. Ich finde die Illustration richtig gut. Also gerade bei einem Comic oder bei einer Graphic Novel, finde ich, müssen die Illustrationen passen. Die Panels müssen stimmen, Text-Bild-Verhältnis muss einfach passen, und ich finde, das ist hier sehr, sehr gut gemacht worden. Es ist alles so gemacht worden, dass man halt wirklich auch Bock drauf hat. Es ist halt bei einer Graphic Novel oder bei einem Comic so, dass halt nicht zu viel Bild, also quasi nur Bild, und nicht zu viel Text da sein sollte. Also es muss halt wirklich ein gutes Verhältnis zwischen Panel und Text da sein, und ich finde, dass es hier sehr gut gemacht wurde und dass man halt wirklich auch ein schönes Verhältnis von Text und Bild hat. Natürlich bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, inwiefern sich diese Graphic Novel unterscheidet von der Romanvorlage. Deswegen, also ich werde auf jeden Fall die Romanvorlage lesen und gucken. Das wird wahrscheinlich sehr viel detailreicher sein, weil ich meine, es ist halt nun mal so, dass bei der Graphic Novel 50% Bild ist. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es richtig cool, die Geschichte ist super spannend, die Figuren sind sehr cool. Und ich muss sagen, dass mir Hildegunst von Müdenmetz in dieser Figur auch ein bisschen besser gefällt als der Erzähler, weil die Müdenmetzschen Abschweifungen sind doch teilweise sehr, sehr abschweifend und lang und reißen einen irgendwie aus der Geschichte. Sodass ich sagen muss, dass er mir in dieser Form als Held
sozusagen eigentlich besser gefallen hat, als jetzt in den anderen Büchern, die ich gelesen habe, wo eine Rolle spielt. Und es ist sehr cool. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde auf jeden Fall die Romanvorlage lesen und natürlich auch die zweite Graphic Novel. Habe beides noch nicht hier, aber ich kann nur sagen, top. Ich fand es sehr, sehr gut. Und ja, es hat richtig Spock gemacht, auf jeden Fall. Genau. Jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.